MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Weil dann sieht das vielleicht noch ein bisschen ansprechender aus. Ja, kann man. Ja, sehr gut. Dann probier das mal aus, ob das gut aussieht. So. Ja, das geht, oder? Ja. Kann man machen, würde ich sagen. Alter! Geht zwar mit Sicherheit auch noch schöner, aber mein Gott, wir sind halt alle talentiert. Ja, bitteschön, Gerhard. Jo. Nein. Scheiße. Wurde vom Spider erschlagen. Schade, Benni, einen Schlag hättest du noch gebraucht. Ja, hätte ich. Kann mich mal jemand TP'en? Sollen wir uns mal alle gleich ins Bett legen, sonst müssen wir immer wieder teleportieren. Ja. Wir haben ja alle Betten umgestellt. Ich für. Nee, du bleibst dran. So, dann legen wir uns mal alle gerade ins Bett, würde ich sagen. Wo sind die? Wir hatten meine Sachen aufgesammelt. Da unten stehen die Betten. Bist du hier am Stall gestorben? Toll, jetzt schlafe ich hier zwischen den hässlichen Keramikblöcken. Ich bin selber schuld. Ich knall dir gleich eine, Alter. So. Ich kann nichts dafür, dass du hässliche Sachen baust. Wobei, ist ja eigentlich Blödsinn, ne? Was? Wenn wir am Campen sind und draußen schlafen und auf dem Bett, wow, es gibt Monster in der Nähe. Kann nicht pennen, es gibt Monster in der Nähe. Oder Mario und ich gehen vom Server runter. Nee. Geronimo! Attacker! Alpaka! How about mal ins Bett legen und schlafen? Ja, geht nicht, weil Monster in der Nähe sind. Ich kann. Creeper! Zombie! Creeper, komm rein, mal. Da draußen ist Creeper, ne? Ja, wir können uns nicht hinlegen, weil Monster in der Nähe sind. Doch, ich kann mich hinlegen. Okay, ich komme! Ich kann mich nicht hinlegen! Nee, das Bett kann ich mir auch nicht legen. Jetzt geht's nicht mehr. Boah, Alter, ja, ich schlachte. Oder warte. Oder wir gehen vom Server runter. Nee. Ach, da draußen steht auch eine ganze Zombie-Armee. Ja. Hexe! Oh. Creeper, Hexe, Tür auf! Wow, da steht er. Ja! Weg! Oh. Ich geh weg. Gleich fliegt mir die Wand um die Ohren, ey. Nee. Doch, ich glaube irgendwie schon. Hast du eine Hexe gesehen? Da hinten im Wald irgendwo war die. Und da ist noch eine! Ich probier mal zu pennen. Nee, das ist nur ein Zombie-Villager. Ja, ich kann nicht pennen. Okay. Eine ist direkt hier unten. Das ist eine Hexe! Die beschmeißt mich! Lol, ihr habt eine in der Hütte? Ich sterbe! Hä, wo ist die denn? Bleibt hier drin, wenn ihr vergiftet seid. Bleibt einfach hier drin. Ihr geht nicht komplett auf null runter. Boah. Wo ist die? Die ist hier vorm Haus, hier am Fenster. Da, rechts irgendwo. Hä? Hä? Etwas, Mario. Ich hab nix! Warte, wo Mario, soll die sein? Mario, ich hab was. Gerd hat mir schon was gegeben. Da. Ah, da! Hast du sie? Ja. Oh, fuck. Nix, soll ich dir helfen? Ich bin vergiftet. Tot. Auch vergiftet? Jetzt nicht mehr. Ja, ihr geht nicht komplett auf null runter. Auf wie viel geht denn hier runter? Auf ein halbes Herz oder auf fünf? Auf eins. Okay. Hast du zu essen? Ja. Hat ja. jemand Bogen und Pfeile? Nee. Hä? Hast du zu essen? Ich hab ein bisschen was, ja. Ich hab auch was. Ich sammle mal hier einen von demjenigen, der hier gestorben ist. Okay, Gerd. Creeper!
Lass mich in Ruhe! Was macht ihr denn da? Lass mich in Ruhe! Creeper und Hexe! Creeper und Hexe! Komm runter! Ich geh nicht runter! Ich geh. Oh, rein! Komm nur. Weil hier unten. Oben seid ihr angreifbar, hier unten nicht. Außer es gibt fliegende Hexen. Der Creeper ist da vor der Fenster. Ne. Creeper! Ah! Weißt du, gleich macht es zwischen den Buben, weißt du? Wahrscheinlich, ja. Der geht einfach, der Penner, ey. Ja, Heckenpenner. So, ich schmeiß jetzt hier einfach mal Zeug in irgendeine Truhe rein, weil ich muss jetzt Sachen loswerden, sonst habe ich hier gleich keinen Platz mehr. Ich hab eine Blume. Ich hab ein Geschenk für dich. Wo ist der Creeper? Wahrscheinlich immer noch vorm Fenster. Nein. Warum konnte ich die jetzt? Ah, jetzt habe ich sie. Oder ist die Spawn? Okay, Mario hat ihn gefunden. Der ist auch. Der versteckt sich am Fenster. Ja, okay, Moment, warte. Geh, renn weg. Renn. Der kommt. Lol, ich hab den gehauen, der achtet trotzdem weiter auf dich. Ah ne, jetzt ist er denn. Jetzt ist er auf mich fokussiert. Am Stall, das Arsch. Ich zieh ihn jetzt erstmal vom Haus weg. Ah, da. Ist er down? Hm. Hier war irgendwo auch noch eine. Ha! Hexe! LOL! Okay, alles klar, mit Blumen sieht das noch besser aus. Ja. Guck mal, Mario. Nee, ich bin gerade die Hexe am Killen. Ich helf dir mal. Wow. Hat die jetzt gerade einen Heilungstrank in der Hand? Ja. Ich bin vergiftet. Macht ja voll viel Sinn, Heilungstrank zu werfen, wenn man wehtun will. Guck mal hier, Mario, mit den Blumen. Ja, deswegen war der Creeper am Fenster. Wobei ich gerade im Überlegen bin, ob wir hier oben vielleicht Treppen draufsetzen, anstatt diese halben Stufen. Soll ich noch einfach mal gucken, wie das aussieht? Jo. Scheiße, jetzt habe ich die nicht dabei. Welche? Ne, wobei ich glaube, Treppen wirken zu groß. Ne, wir lassen das so. Das ganze Weizen hier ab. Sind noch nicht alle reif, ne? Ich baue mal gerade die Kartoffeln ab. Ja, die sind ja, aber noch nicht alle reif. Weizen baue ich nur das Reife ab. Doch, ich habe hier jetzt 5 Kartoffeln. Ja, aber trotzdem sind nicht alle reif gewesen. So, ich futter mal hier die. Alter! Sieht irgendwie nicht so. Naja. Erster. Einfach nur klicken. Ja, einfach voll spam durchrennen. Irgendwann wird schon passieren hier. Komm, irgendwer vielleicht noch irgendein Kraft was noch. Ja, denke ich mir auch gerade so. Oh, ich hab noch was gekriegt. Alles klar. Was war das? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Backe ich hier drinnen fest. Jetzt komme ich ein bisschen. Benni, hast du noch Steinziegel? Ja, und drei. Okay. Hat irgendwer noch Steine, damit ich noch ein paar machen kann? Ich hab Steine. Weil für die andere Seite, dann würde ich das eben kurz fertig machen. Problem ist, ich komme hier nicht mehr raus, weil ich drinnen bugge. Hast du die? Ja, hat gereicht. Ja, warte mal, ich hab mal hier den Zaun weggemacht, dass die Tierchen auch hier in den Stall reinkommen, ne? Ich geh mal ganz kurz vom Server runter, weil ich da so weit war ich zwar noch nicht, aber ist okay. So, tu immer noch mal neu. So. Oh, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Alles klar. Ich kann wieder rennen. Oh nee, fuck. Ach, ich war, weil ich so lang vergiftet war, konnte ich nicht rennen. So. War deine Ausdauer runter? So, ich bin gerade am Überlegen.
Ich bin gerade am Überlegen, wie würde denn das aussehen, wenn wir hier komplett um die Ecken rum auch Steinziegel machen würden? Ui! Warte mal. Steinziegel Treppen meinst du? Ja, genau. Quasi so. Ja. Das ist eine Treppe, die wir vielleicht mal komplett sehen. Warte, ich hab kein. Hast du noch Steinziegel? Ja, ich könnte noch mal Treppen machen. Soll ich machen? Nee, ich baue mir allgemein noch mal Steinziegel. Ja, ich habe jetzt trotzdem schon mal Treppen. Ich zieh mich mal aus. Too much input. Du hast aber die Facecam aus, oder? Nee, die hab ich an. Nehme ich jetzt alle nackig. Ah ja. Nein, ich hab T-Shirt drunter natürlich. Frage, ob man das will. Ja. Ja, du auf jeden Fall. Nee. Ich bin am Überlegen, wobei die wirken halt zu groß für komplett ums Haus rum, oder? Mayo, du vielleicht auch nochmal? Hier, die Ecke. Nö, kann man lassen. Für komplett rum finde ich okay. Echt? Also wirklich die Steinziegel komplett einmal rumziehen? Mhm. Als Steinzaun? Ja, als Deko-Element. Ich hab jetzt auch nochmal. Okay, dann mach ich hier auch. Oder warte mal, ich komm mal von der anderen Seite einfach hier. Ich hab zwar nur noch 8, aber immerhin. Ja. Ich hab noch 39. Alles klar. Oh, das sieht irgendwie so ein bisschen krass aus. Alle. Alle. Gibst mir noch ein paar? Kann ich machen. Wow. Dann geht das vielleicht ein bisschen schneller. Das sieht irgendwie. Bitte. Oh, hier hab ich. Warte. Hier. Alles klar. Wieso steht das Schaf auf dem Zaun? Tja, Gerd. Ist nicht scharfsicher. So, jetzt nicht mehr. Ich glaube, das reicht nicht, ne? Könnte knapp werden. Obwohl, doch, könnte reichen, doch, ja. Reicht. Ah, weiß ich warum. Mayo hat den Zaun schon aufgemacht. Ja, hab ich doch gesagt. Ja. Weil ich aber innen drin eine Brücke habe, ist uns gerade ein Schaf abgehauen. Dann schlacht es! Oh mein Gott. Jeder Hubert, der abhaut, wird getötet. Ah, ich habe Hubert gefunden. Tschüss, Hubert. Welches Hubert? Wie viel Hubert war es jetzt? Keine Ahnung. Hättest du mitzählen müssen. Eines von 80 Millionen. Ja. Das passt aber halt wirklich irgendwie. Eine. Der war gut. Das passt halt irgendwie wirklich. So, damit man jetzt zumindest noch rumlaufen kann. Ich weiß nicht, das mit den Steinziegeln drumherum, das hat was Dekoratives, sieht aber auch andererseits wieder klobig aus. Klobig? Klobig? Ja. Ist aber kein Klo. Ja, nee, stimmt, dann müssten wir es aus Keramik bauen. Ich hab noch Keramik. Ja. Kannst ja dein Scheißhaus bauen. Steht aber außerhalb vom Haus. So ein Dixie. Ja, genau. Toi, so ein Dixie. So ein hässliches Keramik-Dixie. Ey, hallo, die Bauarbeiter wären froh, wenn die ein bisschen Keramik in ihrem Dixie hätten. Da würden sie sich die Finger nachlecken. Ja, aber nicht in so einem hässlichen Farbton. Oh, nicht in so einem hässlichen Farbton. Wenigstens gibt's ein Dixie-Klo. Wenigstens gibt's ein Dixie-Klo Keramik, kein Plaste. Ja. Haben wir denn noch irgendwo Glas? Dann würde ich so langsam mal Fenster einsetzen, wa? Kannst dir Glas brennen? Dann ist doch noch da. Ist dem so? Ja. Ich hab 5 Sand. Nee, 17. Wo ist denn Sand? In der Truhe. Ich hab schon. 17 Sand. Wow, das reicht ja mal überhaupt nicht. Dann geh halt buddeln. Ach, die Öfen sind da drinne. Nee. Oh. Wahrscheinlich hast du noch 3 Stacks im Inventar. Klar. Ganzes Inventar voll, ja, voll Sand. Hab ich doch noch Kohle?
Ihr wollt mir jetzt aber nicht erzählen, dass wir kein Holz mehr haben, oder? Ich bin gerade Holz am Holen. Ja, okay. Also ich glaube, am Holz soll es nicht scheitern, oder? Pflanzt ihr auch wieder neu, wenn ihr Holz holt. Haben wir noch Kohle? Weiß ich gar nicht. Doch, haben wir. Ich habe nichts gesagt.